Einen wunderschönen Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute unser Stargast, Ralf Gunesch. Moin. Prost. Moin. 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 Cheers. Hi. Und viele werden jetzt sagen, Moment, wer? Dann habt ihr wohl offensichtlich nicht unser Black Ops Special gesehen oder in den letzten Jahren Fußball verfolgt. Du bist Profifußballer, auch bekannt als Felgenralle, hast lange Zeit auf St. Pauli gespielt, beim FC Ingolstadt zuletzt. Und warst auch bei uns zu Gast bei dem Black Ops 3 Beta Launch Event. Richtig. Und hast bis da ein bisschen aufgefallen und unsere Zuschauer positiv aufgefallen. Positiv aufgefallen. Ja, unsere Zuschauer haben sich ein bisschen in dich verliebt, so kann man das sagen, glaube ich. Oh, das freut mich zu hören. Ja, ich hatte halt einfach Spaß an dem Abend. Ja, das hat man auch gemerkt. Das und wir hatten auch Spaß. Und deshalb haben wir uns gesagt, das wäre schön, wenn du mal wieder hier bist. Und du hast gesagt, wenn ich mal wieder in Hamburg bin, melde ich mich. Und so kam es dann eben auch, dass du dich wirklich gemeldet hast. Jetzt bist du hier und jetzt hast du den Salat. Ja, jetzt sitzen wir am Tisch und müssen gucken, dass wir klarkommen miteinander. Genau. Also, dass ihr nicht miteinander klarkommen, das weiß man ja. Aber wir arrangieren uns. Man lernt ja damit, das zu kaschieren. Das ist ja auch ein bisschen. Aber was ist denn hier? Also, das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir hier schwarz abgeklebte Lebensmittel haben. Was hat es denn damit auf sich eigentlich? Ja, also wir haben ja gesagt, wir reden so ein bisschen, wir wollen über, also Thema ist Kindheit, haben wir ja gesagt. Ne? Ach so. Aber wir wollen so ein bisschen über unsere Kindheit reden. Einstiegsthema. So als Einstiegsthema und der Ralf hat eine ganz besondere Leidenschaft und das ist, also diese Ingredienzien hier, die sind die Bestandteile seiner Leidenschaft. Da wollen wir später zu kommen. Stullen. Nee, ganz besondere Stullen. Also ganz besondere Stullen. Leidenschaft, das klingt so... So emotional. Ja, wobei, ich habe tatsächlich zu dem Thema, wir wollen noch nicht zu viel verraten, um was es hier geht, sehr leidenschaftliche und emotionale Diskussionen geführt. Siehste? Das ging bis hin zum Streit. Das sind Glaubensfragen. Mit dem Herr Kurowski. Ja. Ach so, okay. Die Kollegen von der Gamesfeld. Einen konnte ich überzeugen und der andere ist immer noch so... Ich habe eine Vermutung. Eine gute Quote. Also ich weiß ja, worauf das hinausläuft und ich finde, dass 50% Überzeugung ist eine sehr gute Quote. Das ist sehr ekelhaft. Die Quote ist sogar höher bei Leuten, die sich tatsächlich dazu überreden ließen, es zumindest mal zu probieren. Das machen wir ja heute. Also ich werde quasi für euch später kochen. Ja, nice. Sagen wir, wie es ist. Ich werde kochen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Vermutung und die macht mir ein bisschen Angst. Aber lass uns ein bisschen tatsächlich beim Thema bleiben. Du hast auch gesagt, du willst nicht immer nur über Fußball reden. Das ist natürlich deine Kernkompetenz. Da hast du alles erlebt und schon zugesagt und so. Aber du bist einer, ich werde sagen, der wenigen Fußballer. So viele haben wir auch nicht hier in der Sendung gehabt. Zwei. Aber du bist einer, der auch über dem Tellerrand gerne mal hinausschaut und viele andere Interessen außerhalb vom Fußball hat. Ne? Also du zockst gerne. Richtig. Du bist eigentlich auch so ein kleiner Nerd wie wir. Manchmal so Teilzeit-Nerd, ja. So außerhalb des Fußballfeldes gibt es halt auch noch andere Interessen. Klar beschäftige ich mich auch viel privat zu Hause mit Fußball und gucke natürlich Champions League und Bundesliga und so. Aber es gibt halt auch Konsolen und Filme und ganz viele tolle andere Dinge, mit denen man sich halt so ein bisschen die Zeit vertreiben kann und vor allem auch mal abschalten kann, weil 24/7 halt den runden Ball, das ist halt so, kann auch anstrengend werden, vor allem wenn man halt beruflich damit zu tun hat. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt so dein T-Shirt da so sehe? Kannst du das mal in die Kamera, kann man das mal sehen? Ja. Da ist natürlich die Frage nahe, also du bist also Transformers-Fan oder was? Ja, ganz genau. Nein, natürlich nicht. Zurück in die Zukunft ist halt tatsächlich eine meiner Kindheitserinnerungen. Damals sonntags, nachmittags auf RTL oder abends. Du bist ganz kurz, damit die Leute wissen, wann deine Kindheit stattgefunden hat. Also du bist Jahrgang 83. Richtig. Das heißt, du bist 5 Jahre älter als ich. Ja, sieht man nicht, wir eben festgestellt haben. Wobei, du hast mich ja alt genannt. Nee, was hat er denn? Gebraucht? Nee, verbraucht. Alt und verbraucht hat er dich. Habe ich nicht genannt. Ausgemergelt. Ich habe es umschifft. Ich habe gemeint, man sieht, dass du viel erlebt hast. Aber ich meinte das positiv. Ich meinte, du hast ein markantes Gesicht, du hast einen guten Bartwuchs, du hast ein paar Falten, du hast schon was gesehen. Na, Bartwuchs ist bei mir... Hast dich rasiert, aber was soll ich sagen? Das heißt, ich brauche noch ein paar graue Haare und bin so ein Typ Charakterdarsteller. Genau, ja, das meine ich. Das freut mich.
Ich werde manchmal nach einem Ausweis gefragt. Wenn ich mich rasiere. Wo denn, ey? Wenn ich im Altersheim rasiere, oder was? Guck mal mit meinem Babybacken hier. Wohnen Sie hier denn schon? Ja, ich will mich nicht jünger machen. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich sage, oh nein, ich bin schon so alt. Aber generell werde ich eher jünger geschätzt, als ich bin. Mein Bartwuchs ist halt eher so Typ Fleckenteppich. Also deswegen lasse ich das sein und rasiere mich regelmäßig, so einmal die Woche. Was ist mit Bartimplantaten? Ist das ein Thema für dich? Nee, weil ich persönlich einfach kein großer, ich darf das ja jetzt gar nicht sagen, wenn ihr zwei Frauen hier sitzt, aber kein großer Bart-Fan bin. Ja, aber was also bedingt jetzt nicht dein mangelhafter Bartwuchs, dass du keinen Bart tragen magst? Ist das nicht vielleicht... Das kann durchaus sein. Und wenn man jetzt schön in die Türkei reingeht und sich dann für so eine kleine Barttransplantation macht und dann hast du so richtig so eine Rauschebart danach. Nein. Okay, lass uns noch ein bisschen zurückkommen. Back to the Future war, hast du gesagt, so ein bisschen deine Kindheitserinnerung. Ja, also ich bin einfach auch großer Michael J. Fox-Fan. Ging los mit Zurück in die Zukunft. Einfach seine Zeit der 80er, auch mit zum Beispiel Geheimnis meines Erfolges. Auch ein Film, den man sich irgendwie so ganz oft anschauen kann, meiner Meinung nach. Und weil ich damit wahrscheinlich auch viele schöne Momente meiner Kindheit und Jugend verbinde, mag ich das heute auch noch. Und ja, Zurück in die Zukunft sollte halt auch irgendwie Pflichtprogramm werden. So spätestens zum 14. Geburtstag definitiv. Muss man das mal gucken. Ja. Zum Beispiel fand ich es auch ganz großartig, als in, wie hieß der auf Deutsch? Million Ways to Die in the Wild West. Also eine Million Wege im Wilden Westen zu sterben. Als auf einmal der Doc da mit seinem DeLorean auftaucht. Das war wahrscheinlich der einzige halt gute Moment in dem Film. Ist er auch, ja, tatsächlich. Ja, der Rest ist relativ flach. Ja. Ja. Aber tatsächlich ist das ja, du bist dann quasi auch ein Kind der 80er, so wie wir auch. Ja, also klar, du warst da als Kind in den 80ern, klar, die 90er auch prägend, logischerweise. Aber ich glaube, die Sachen, die man als Kind irgendwie guckt, die sind natürlich extrem. Also ich sehe das auch immer so verklärt. Ich habe auch ich bin ein totaler 80s-Freak, auch was Filme und so angeht. Und ich weiß nicht, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich als Kind Star Wars, Zurück in die Zukunft, E.T. und wie es alle heißen, all diese fantastischen... Bud Spencer. Ja, Mann, all diese Sachen. Ja, und aber ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich zum Beispiel jetzt heute meinem Sohn die Sachen zeige, ob die gleiche Wirkung haben. Ich glaube bei mir. Die Frage ist, wird in zum Beispiel 15 oder 20 Jahren wird die Hangover-Trilogie dieselbe Wirkung auf... Nee. Die dann 30-Jährigen haben, wie zum Beispiel die Zurück in die Zukunft-Trilogie auf uns? Glaube ich nicht, weil es einfach nicht gut genug ist. Nee, also ich glaube auch, ich sehe das immer ein bisschen wie eine Zeitkapsel. Das ist mit Musik so, das ist teilweise mit Gerüchen und Geschmäckern so und das ist mit Filmen und allen Erinnerungen eigentlich so. Man koppelt die an ein Gefühl, an ein Lebensgefühl. Und ich habe ganz oft, wenn ich Malzbier trinke, dann habe ich so eine Assoziation, wie ich als Kind bei meiner Oma gechillt habe, weil es da irgendwie mal Malzbier gab. Und dieser Geschmack hat sich an die Erinnerung gekoppelt, bei meiner Oma zu chillen und bei diesem, ich bin nicht fertig. Und bei Filmen ist es auch oft so, oder auch bei Serien, dass ich dann immer zurückdenke, in welchem Zustand habe ich das damals zum ersten Mal geguckt und wie ging es mir damit? Welche kindliche Geborgenheit? Und dieses Gefühl kommt bei mir zumindest, sage ich nicht, dass es bei allen so ist, kommt dann immer wieder ein Stück hoch. Das ist sicher ein Teil davon, aber ich meine, gerade Musik, finde ich, ist ein Beispiel, wo du sagen kannst, sowas wie Beethoven, klassische Musik oder auch Beatles oder Rolling Stones oder Songs, die einfach die Jahrzehnte überdauert haben, weißt du, die Trends überdauert haben, die immer noch gehört werden, immer noch für gut befunden werden. Das Gleiche gibt es meiner Meinung nach auch bei Filmen. Es gibt einfach zeitlose Filme, einfach weil die Qualität besonders ist, weil die Mischung an Bildern, visuellen, audiovisuellen Darbietungen einfach eine besondere ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie Zurück in die Zukunft oder auch Star Wars mit John Williams, mit George Lucas, das sind ja Maestros gewesen. Hangover hingegen ist, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu rücken, ist vielleicht so ganz nett, aber es sind keine Classics in dem Sinne. Mhm. Und ich glaube, die Classics, da ist schon was dran. Und wir hatten einfach, glaube ich, in den 80ern mehr Classics als heutzutage. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann wäre es natürlich auch spannend zu sagen, okay, was hat denn jetzt das Potenzial, Classics zu werden in 15 bis 20 Jahren? Also Dinge, die wir jetzt halt neu sehen, erleben. Was ist in 15 Jahren, wo wir sagen, oh, das ist halt ein echter Klassiker? Was jetzt für uns halt einfach aktuell ist. Ich meine, zum Beispiel, es scheiden sich auch die Geister zum Beispiel bei Eis am Stiel. Ist halt auch so ein Klassiker. Ding. So, aber fand ich als Kind oder Jugendlicher dann eher so Mitte der 90er total toll, das zu sehen. Ich habe mir dann jetzt vor ein paar Jahren so eine Box besorgt, wo alle drin sind. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe mir halt echt so gedacht, ey, ganz ehrlich, Dialoge 6, Story 6, Schnitt
5 minus. Sex, Sex. Kameraführung. Also das kriegt heutzutage jeder Erstsemester-Student von... Na gut, aber das war ja damals was Neues, das darf man ja nicht vergessen. Also gerade Eis am Stiel hat ja damals den sag ich mal, Highschool-Humor, den sehr prüden Highschool-Humor, auf eine gewisse kinky... Ja, aber ich meine jetzt eher das Handwerkliche eines ja. Filmmachens, wenn du heutzutage so einen Film machst... Aber da kannst du auch bei Hitchcock sagen... ja gut, wie sieht denn das jetzt aus? Also das kriege ich ja heute. Ich meine gar nicht mal die Special Effects, sondern wirklich so ganz grundsätzliche Dinge. Kameraführung, Dialoge, Schnitt und so zum Teil, also mit Filmfehlern, die ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, aber macht das Ganze halt irgendwie auch charmant. Ich meine gar nicht mal den Inhalt oder also die inhaltliche Ebene. Aber zum Teil, also grausam, wirklich grausam. Aber damals hat man es halt mit ganz anderen Augen gesehen und das ist halt auch das Spannende an diesen Filmen, finde ich. Wir bleiben mal beim Vergleich mit Hangover, wo ich sage, wenn du den Film 15 Mal guckst, du siehst ihn immer gleich. Heute fällt mir auf, wenn ich Zurück in die Zukunft gucke oder wenn ich einen dieser Klassiker, ich entdecke immer wieder neue Dinge. Ja, die du als Kind nicht gesehen hast, ja, die Richtig. Du vielleicht auch gar nicht verstehen konntest. Ja. So, diese typische, was auch bei vielen Comics oder so ist, ja, bei Trickfilmen, wenn da so eine erwachsene Humorebene ist, die teilweise auch versaut ist oder so, die du als Kind überhaupt so nicht mitkriegst. Apropos versaut. Ist euch mal aufgefallen, diese alten Eisplakate, ne, von Langnese und so? Mhm. Es gibt auch andere tolle Eisplakate, aber... Bitte? Nee, Entschuldigung. Aber wo das Eis so mit Bum-Bum und Rutschfinger und so. Na? Du erzählst von versaut. Ich meine, mit dem Wissen, das man heute hat und mit den Gedanken und mit den, wie man heute denken kann nach 22 Uhr, was war denn mit den Leuten los, die das früher designt haben? Wahrscheinlich war es keine Absicht. Aber damals war es halt einfach... Und heute würden alle Sturm laufen. Vermutlich. Oder die Mauerarmfiguren, hast du dir die mal näher angeschaut? Nee. Dann tu es einfach mal und denk dir einfach mal Gedanken nach 22 Uhr und dann schaust du dir diese Mauerarmfiguren an, die da so draufgedruckt sind. Ja, aber es sind schon so simple Sachen wie Mohrenkopf oder Negerkuss. Das Schokokuss, wie sie heute heißen. Schokokuss, ja. Oder Schokotraum, heißt nicht Schokokuss? Egal, auf jeden Fall, das ist ja einfach rassistisch gewesen, das so zu nennen. Ja, das ist eine andere Ebene, da hat sich viel getan und viel verändert. Aber wir haben natürlich alle an Erfahrung dazu gewonnen. Katzenzungen. Wie assig ist das denn? Kennt ihr Katzenzungen? Ja, wieso ist das assig? Waren das diese Lakritz-Dinger? Nee, das sind so Schokoladendinger. Ist Katzenzungen. Ist ja irgendwie makaber, findest du nicht? Nee, weil ich glaube, es kommt daher, weil Katzen so Schleckermäuler sind. Und dadurch, weil das süß ist... Ich habe das immer verstanden, dass das quasi abgeschnittene Katzenzungen sein sollen. Was? Aus Schokolade? Ja, aber gut, aber diese Rattenschwänze, das sind ja auch keine abgeschnittenen Rattenschwänze. Naja, dass das keine echten Katzenzungen sind, ist klar, aber dass sie das sein sollen, als ein Schoko-Variante, ist ja auch wurscht. Wir driften ein bisschen ab. Ein bisschen, ja. Ich wollte nochmal auf diese Nummer, weil du die Frage gestellt hast, und die finde ich echt interessant. Was wäre denn heute... Oder wo siehst du Potenzial? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einfach darauf antworten würde, würde ich sagen, sowas wie Harry Potter zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber so in den letzten Jahren wäre Harry Potter was, wo ich sagen würde, das hat nochmal, nicht für mich, ich bin überhaupt kein Fan von Harry Potter, aber ich glaube für gewisse Leute und auch für eine gewisse Generation hat das Potenzial, sowas zu sein wie ein Star Wars für mich oder so. Weil einfach aber auch da das ist, erstens handwerklich top, zweitens inhaltlich ist da was, da ist wirklich was, da ist es eigentlich einfach nur blub und drittens so viel Fantasie, dass du halt auch, dass da genug zu entdecken ist über einen langen Zeitraum. Ja. Wollte ich gerade sagen, weil da auch wieder Dinge sind, wenn du das fünfte Mal den Film guckst oder einen der Filme, fällt dir wieder was Neues auf und du siehst dann halt auch Zusammenhänge, weil ich habe letztens bei Facebook einen Artikel gesehen, wo jemand sich die Mühe gemacht hat und rausgearbeitet hat, dass im fünften oder sechsten Teil irgendwie so die ersten vier nochmal nacherzählt werden. In einzelnen Schlachten wird das so gemacht, weil im ersten Teil war es so. Und also wo du halt diese Adoptionen vom ersten zum fünften und so einfach wiedererkennst. Mhm. Und hat halt das Potenzial, da ist so viel versteckt, da wird so viel aufeinander verwiesen, dass du immer wieder den Film neu siehst und neue Dinge erkennst. Und das ist ja das, was du eben sagtest, da braucht es diese Einzigartigkeit, dieses auf hohem Niveau, um einfach auch Klassiker zu werden. Und ja, Harry Potter und auch Herr der Ringe haben, denke ich, Generationen ein Stück weit geprägt. Definitiv. Und damit sind die Leute ja auch groß geworden. Ja. Ich meine, Harry Potter war am Anfang ja auch nur
war in der ersten Folge oder im ersten Buch auch nur irgendwie 10, 11, 12. Ja, ja. Ist ja noch Harald, also das weiß ich nicht. So, und damit sind die Leute auch quasi gewachsen. Ja. Und ich habe letztens noch eine neue Folge von Daniel Radcliffe oder wo in einer neuen Serie mitspielt gesehen, wo ich so sage, okay, der Junge ist erwachsen geworden. Also mit mir quasi erwachsen geworden. Weißt du noch, welche Serie das war? A Young Dr. Stewie, okay. Wo er eine völlig kranke, psychopathische, absurde Rolle spielt. Ja. Das ist ich habe jetzt getwittert, er spielt jetzt den Rockstar und GTA-Erfinder in einer BBC, in einem BBC-Film. Also der Grand Theft Auto das Spiel erfunden hat und Rockstar gegründet hat, den Creator, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den spielt Daniel Radcliffe jetzt in einer BBC, in einem BBC-Film. Ja. So, du wolltest noch was sagen? Ja, nee, ich wollte dir zustimmen, weil ich finde nämlich, bei Harry Potter ist ein absolutes Phänomen, mit nicht zu vergleichen aus dieser Zeit, weil die Bücher kamen und die Bücher wurden auf einmal massiv gehypt. Also ich weiß, ich habe das am eigenen Leib erfahren, so, weil ich diesen Weg mitgegangen bin. Weil das war so wie jetzt bei Game of Thrones, was sicherlich auch dann das nächste ist. Ja. Gutes Beispiel. War das so, dass die Leute waren schon so derbe gehypt, da waren die Bücher noch nicht zu Ende. Und J.K. Rowling war so unter Druck abzuliefern, weil die ganze Welt gewartet hat, wann kommt der nächste Teil. Und ich weiß noch, ich war sogar, als ich glaube, es war der sechste, als der sechste Teil rauskam, war ich sogar beim Mitternachtsverkauf. Und habe mir das Buch gekauft, weil ich hatte voll Bock auf Harry Potter. Und ja, es war aber auch einfach, weil das der Moment hat gepasst, es war in der Nähe und. Ja, aber so. Einfach geil, aber auf so, wenn man Bock auf sowas hat. Das erinnert mich damals, wie ich das N64 gekauft habe. Weil, also einfach, dass man so Bock auf was hat, dass kaum geht die Tür auf, willst du es haben? Das ja, ist genau. Ja schon, und das war wirklich, das ich habe mich ja so gefreut und hat direkt dann noch abends irgendwie, bist du an die Augen zugefallen, so ein bisschen gelesen. So. Ich war so an der Altersgrenze, aber mich hat es trotzdem noch gepackt, weil ich diese Welt irgendwie toll fand und mir hat es einfach Spaß gemacht, das konnte man so leicht weglesen. Das war so unaufgeregt, das war so. Wobei, ab dem dritten Buch, finde ich, gibt es keine Altersgrenze mehr. Also die ersten beiden sind noch so ein bisschen, ja, kann man auch Kindern vorlesen, aber dann geht es halt richtig los, wo ich sage, okay, gut, klar kannst du das auch Kinder lesen lassen, aber es wird dann schon ordentlicher Stoff. Mhm. Und ich glaube, dass nämlich durch diese krasse Verdichtung von Hype und Interesse an einer Sache und dann die Filme, die, wie du sagst, ja auch fantastisch umgesetzt sind, die sind ja unfassbar liebevoll und im Detail umgesetzt worden. Die Schauspieler sind großartig gecastet. So, das ist einfach ein ganz tolles Gesamtprodukt mit den Büchern und den Filmen. Und die Leute werden sich immer an diese Zeit erinnern. So, mit Harry Potter verbindet man immer ein Gefühl und eine Zeit. Aber jetzt reicht's mal langsam mit Harry Potter. Warum? Du bist nicht so der Harry Potter-Fan. Nein. Oder? Du musst es auch mal zulassen, wenn andere Leute schwärmen über Dinge, die du nicht magst. Das ist ja okay. Ihr habt ja jetzt aber auch geschwärmt. Ich muss aber auch das wieder steuern, weil da draußen gibt es Millionen, die Harry Potter nicht mögen. Ja, es gibt auch Millionen, die sie mögen. So. Herr der Ringe ist für mich auch ein fantastisches Beispiel. Weil das aber ist ja schon alt. Ich könnte mich jetzt richtig unbeliebt machen. Na? Ich bin bis jetzt jedes Mal eingeschlafen, wenn ich Herr der Ringe gucken wollte. Echt? Ja. Du machst dich nicht so unbeliebt. Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die. Also es gibt natürlich viele Fans, aber gerade jetzt bei den Hobbit-Filmen habe ich auch gemerkt, dass viele so ein bisschen übersättigt sind von dem Universum. Und ich glaube tatsächlich, dass Game of Thrones Herr der Ringe ordentlich Schaden zugefügt hat. Weil Herr der Ringe ist zwar toll inszeniert, ne? Peter Jackson weiß natürlich, wie man eine geile Kamerasequenz oder eine Plansequenz oder sowas macht, aber es wirkt sehr comichaftig. Wenn du dagegen Game of Thrones guckst, wirkt das alles sehr geerdet und erwachsen und realistisch fast schon. Mhm. Ja? Und also ich habe gemerkt, ich war ein riesen Herr der Ringe-Fan, ich habe die Bücher gelesen, ich habe damals die Filme alle im Kino gesehen und habe die total abgefeiert. Und dann kam Game of Thrones und jetzt habe ich dann also bei mir war es nämlich genau, dann habe ich der Hobbit geguckt und es hat für mich nicht mehr funktioniert. Es war mir zu goofy, zu comichaftig, es war zwar schön inszeniert und unterhaltsam. Game of Thrones nicht Herr der Ringe mit Sex? Nee, würde ich nicht sagen. Es ist dirty. Es ist auf jeden Fall so der, stell dir vor, du hast einen so einen, dein großer Bruder ist super erfolgreich. Irgendwie. Er hat keine Ecken, keine Kanten. Er kriegt Stipendium am College. Irgendwie. Er ist super nett zu allen, hat immer eine tolle Freundin, die auch super Perlenohrringe trägt und so. Und du bist irgendwie so der etwas weniger begabte, unbeliebtere Typ, der ab und zu mit dem Gesetz in Konflikt gerät und so. Das ist Game of Thrones. So. Und, hast du Game of Thrones geguckt? Ich habe mich nie wirklich reinfuchsen können. Mach mal wirklich lang. Du hast also noch gar nicht Game of Thrones geguckt. Ja, so mal angefangen, aber los? Es hat mich nicht wirklich gepackt. Echt? Ja, nein, also ich meine, es ist vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, muss jedem gefallen, aber ich behaupte mal, wenn du da mal dran bleibst und die ersten 3-4 Folgen guckst, bist du eigentlich
echt, also habe ich bislang fast noch keinen erlebt, der gesagt hat, ist nichts für mich. Gibt es sicherlich, aber ich auch noch nicht ist erlebt. Echt einfach qualitativ genau das, wovon wir auch reden, was da ist einfach Fleisch dran, da ist einfach, da steckt was dahinter, auch die Buchreihe und so, da ist, das ist einfach schon ein so Universum. Viele richtig gute Charaktere. Also das Geile ist, es gibt so Fantasy-Universen, die so altbekannte Stilmittel des Fantasies benutzen und das ist deren Daseinsberechtigung und. Aber Game of Thrones ist im Prinzip diese ganze Fantasy-Nummer, die ist ein Zusatz, ne? Also es ist wie in die Milchschnitte so. Also da ist das macht Sinn. Jede Ingredienz hier hat ihre Daseinsberechtigung und das würde auch ohne Fantasy funktionieren. Die meisten anderen Fantasy-Sachen würden, wenn du die Fantasy wegnimmst, nicht mehr funktionieren. Es ist eigentlich, ich habe Game of Thrones eigentlich nie so richtig als Fantasy-Serie wahrgenommen. Eben, also genau so ist und es wenn ja. ich jemandem das erklären würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht das Wort Fantasy benutzen, weil das eher abschreckend, weil ich bin zum Beispiel auch überhaupt, ich tue mich unheimlich schwer mit, auch bei Science Fiction, also ich liebe Science Fiction, aber es muss in der Regel, außer Star Wars, muss es irgendwie in, also so Mind-Dinger oder Zukunftsvision oder sowas finde ich geil, aber bei Robotern und so, da, also ich brauche was, ich muss mich da irgendwie das Gefühl haben, die Welt ist in sich intakt und funktioniert. Und das ist bei Game of Thrones einfach geil. Ich glaube diesem Universum irgendwie. Können wir jetzt aufhören, über Game of Thrones zu reden? Du redest die ganze Zeit über Game of Thrones. Da sind vielleicht Millionen Leute, die Game of Thrones nicht interessiert. Eine Million und eine Leute. Dann reden wir halt jetzt guck mal, wir wollen ja ein bisschen über Kinder reden. Wir müssen ja nicht nur über Filme reden, wir können auch über andere Sachen reden. Musik zum Beispiel finde ich auch Thema, weil es ist exakt das Gleiche, weil es gibt Musikstücke. Man denkt immer so, früher war die Musik besser, weil die Leuchttürme, die sich dann durchsetzen, die bleiben einem in Erinnerung. Du hast ja aus jeder Epoche Lieder, die hängen bleiben, Bob Dylan oder so, auf die man sich heute noch einigen kann, die auch heute. Jeder Epoche. Ja, das meine ich. Also wenn du heute Bob Dylan hörst, findest du das cool, obwohl du irgendwie 20 Jahre nach der Erschaffung von, was weiß ich, Harry Kane und wie sie alle heißen, die Songs, geboren wurdest. Und ich glaube, das ist auch aus der heutigen Zeit Musik gibt, die irgendwie in 20 Jahren auch noch aktuell ist. Also ich glaube zum Beispiel sowas so wie Viva La Vida von Coldplay oder so. Ist zum Beispiel ein Song mit Sicherheit, der wird in 20 Jahren noch gespielt. Kenne ich nicht mal. Ja, wenn du ihn hörst, bestimmt. Ja, gut, das kann aber Coldplay? Ich kenne Viva La Vida Loca. Nee, es geht nicht um meinen persönlichen Geschmack. Es geht darum, dass auch aus dieser Zeit, es gibt auf jeden Fall Titel, die werden die Zeit ich glaube, dauern. Aber weißt du was? Also meine Theorie ist so ein bisschen, und ich bin ja einer der Fraktionen, früher war alles besser. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass durch die Entwicklung, auch durch den Kapitalismus, durchs Internet und so weiter und so fort, alles sich so kommerzialisiert hat und auch viel systematischer geworden ist. Ich glaube, dass du in den 70ern, egal ob das Musik zum Beispiel ist oder auch Film, viel mehr riskiert hast. Das waren meiner Meinung nach noch mehr Künstler am Start. Also egal, nimm jetzt Jimi Hendrix oder weiß ich nicht, Rolling Stones oder weiß ich nicht, das waren alles Leute, die noch nicht von der Maschinerie platziert wurden und gewusst haben, wir müssen diese Demografie bedienen, um so und so viel zu verkaufen, sondern da war noch wirklich irgendwie, guck, hör dir mal den Sound von dem an, so ungefähr. Und das ist vielleicht ein bisschen verklären und beim Film auch, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wenn du dir die Stories durchliest, egal ob das zu Star Wars, der weiße Hai oder weiß ich nicht, Dirty Harry oder so, all diese Filme, Der Pate, Apocalypse Now, diese Filme, was das für Kämpfe waren, der Regisseure mit den Studios und so weiter und so, das waren alles noch so Ergebnisse von Künstlern und Leidenschaft. Und ich glaube, heutzutage ist halt vermehrt, ich sage nicht, dass es komplett gar nicht mehr gibt oder so, aber vermehrt auch schon so, es ist ganz klar, wenn du dir die Blockbuster anguckst, die funktionieren alle nach dem gleichen Baustein. Die wissen genau, was muss produziert werden, wie muss es vermarktet werden, welchen Regisseur setzen wir drauf und so weiter. Also ich glaube, dass da ein Stück weit verloren geht von der Magie und der Authentizität und der Leidenschaft, die in den 70ern und 80ern in Kunst und Musik und Film und so gesteckt haben. Ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Deshalb glaube ich, um die Prognose zu machen, dass es weniger Klassiker und weniger tolle Sachen gibt. Nicht weniger erfolgreich, aber einfach qualitativ. Aber das kann man natürlich auch schwer beweisen. Weil am Ende des Tages heißt es immer, ja gut, ich habe 30 Millionen Platten verkauft. Dann setzen wir uns doch einfach so in 15 bis 20 nochmal Jahren zusammen, hier wieder hin und dann gucken wir mal, was schauen wir mal dann als Klassiker empfinden. Aber was hast du denn in deiner Kindheit für Musik gehört? Hast du Musik gehört? Ich hatte mit 13, 14 oder so mal meine ganz rebellische Phase und habe die Ärzte gehört. Krass. Ich hatte zwei, ja, Wahnsinn. Ich war ein richtiger Punk zu Hause. Ich hatte zwei Dinge, wo ich gegen das System rebelliert habe. Das System, Klammer auf meine Eltern, Klammer zu. Mhm.
Das eine war Ärzte und das andere war, ich trage meine Uhr rechts. Alter Schwede. Weil Uhren trägt man ja links. Ich trage meine Uhr immer rechts, aber ich bin auch Linkshänder. Und dann habe ich gesagt, nö. Wenn alle sie links tragen, trage ich sie rechts. So. Du warst jetzt habe ich es ihnen gezeigt. Ein dankbares Kind. Ja, und für deine Eltern. Ich kann sie jetzt nicht mehr auf. Also das funktioniert nicht mehr. Ja. Die Uhr ist rechts, fertig aus. Ja. Ja, ist das ganz kurz, ist das übrigens so eine klassische, weil es ist eine alte Taschenrechneruhr? Es ist eine Taschenrechneruhr, hat sogar einen Speicher für 25 Telefonnummern. Wahnsinn. Man höre und staune. Ist allerdings keine Original aus den 80ern, die wären heutzutage, die sind richtig teuer. Der Hersteller dieser Uhr hat... Herr Casio. Genau. Ich wusste nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Casio gibt es die überhaupt noch? Ich denke, ja, klar. Die sind noch voll die Hipster-Uhrenhersteller gerade jetzt. Ach, G-Shock ist Casio, stimmt. Richtig. Hat irgendwann vor ein paar Jahren halt das mit dem Taschenrechner und so neu aufgelegt und dann habe ich mir davon halt eine besorgt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, ich wollte nur wissen, weil wir haben musikierend deine rebellische Phase geredet und mir ist dann, weil du gesagt hast, Uhren, also ist mir nur aufgefallen, dass das ja auch ein Modell aus deiner Kindheit sein könnte. Sag mal, rebellische Phase, willst du nicht mal langsam kochen für uns? Weil habt ihr Hunger? Ja, koch. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu essen? Naja, was hast du als Kind denn so gegessen? Pizza. Ich nehme auch eine Pizza. Ja. Kriege ich jetzt nicht ganz hin? Du wolltest, also du hast ja dieses Gesundheit. Dieses Spezialrezept. Und, ja, was heißt Spezialrezept? Frag mich bitte nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Rede du einfach. Ja, es ist ja schon interessant, weil es gibt ja so gewisse Sachen als Mensch. Als Mensch? Ja, man kann sich darauf einigen, dass man zum Beispiel Angst vor Spinnen hat oder Angst vor Klapperschlangen. Ja. So, und genauso hat man ja auch Angst vor gewissen Kombinationen von Lebensmitteln. Meinst du, das nervt die im Ton gerade? Nee, die sind einiges gewohnt. Unser Ton ist immer perfekt. Die hören sowieso egal, was nicht passiert. Zu, deshalb wir. Genau, und dann muss es so verwegene Menschen geben, die einfach die Konventionen brechen und Dinge miteinander kombinieren oder sich Dinge trauen, die andere sich nicht trauen, um die Grenzen der Menschheit zu erweitern. So wie Nitro und Glycerin. Herr Nitro und Herr Glycerin. Herr Nitro und Herr Glycerin haben sich getroffen und haben gesagt, lass doch mal heiraten und Kinder kriegen. Ja. Und dann war Frank Nitro-Glycerin. TNT gekriegt und war enttäuscht. Ach Gott, das ist also schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist einer der Sprüche, die, wo ihr letztes Mal angekündigt habt, ihr versucht's, aber die töten sich einfach gegenseitig bei euch beiden. Was? Wer hat was Witze? Gesagt? Was habe ich nie Ach gesagt? So, so zwei Aliens. Ja. Versucht's nochmal, wir können ja kurz zurückspulen. Ich erinnere mich nicht, es macht Sinn. Geben das Datum ein und dann. Ich bin ja, ich finde, man darf auch nicht Witze kommentieren nachträglich oder beurteilen. Weil man nimmt damit ja auch den Leuten den Spaß, die sich hervorragend darüber kaputt gelacht haben und sagt denen, du bist doof, dass du darüber gelacht hast. Damit du glaubst wirklich, es gibt Leute, die... Das wollte ich gerade sagen, damit spreche ich vor allem meine Fans an, die vielleicht auch mal ein bisschen weniger zufrieden sein müssen. Die fetten Jahre sind vorbei. Also allein schon, dass du da jetzt hier 3 Kilo Rama drauf machst, finde ich schon irgendwie fragwürdig. Warum kleben wir das eigentlich hier mit 23 Kilo Klebern ab, wenn du hier ständig die Markennamen trotzdem sagst? Ja, mir doch wurscht. Das ist doch wirklich, was machst du da? Soll da Eishockey drauf gespielt werden? Oder was ist das? Chill doch mal, wie es so schön heißt. Ist ja wirklich. So, jetzt ist das ist quasi, das ist quasi die Basis. Mit Liebe, das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine richtig gute Musterung. Ja, so. Wir brauchen Butter oder Margarine. Oh, Nuss-Nougat-Creme. Ja, eine Schokoladencreme. Mhm. Eine namenlose. Streichfest. Ach, da ist ja egal, was man nimmt. Die sind alle gleich lecker. Richtig. Was ja, bis jetzt ist das ja alles sehr normal. Bis jetzt haut es mich noch nicht vom Hocker. Ja. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. So, machen wir ein bisschen davon drauf. Ein bisschen. Die Betonung liegt auf ein bisschen. Ich finde, man kann einen Menschen danach kategorisieren, wie er sein Brot schmiert. Brot schmieren, Pommes und Ketchup obendrauf, daneben, sind halt so, das sind die Klassiker. Und du bist auf jeden Fall ein es soll ja schmecken. Entspannter Schmierer, so. Du so, und jetzt kommt die Spezialzutat. Streichst es richtig gut. Jetzt kommt das, was das Ganze ja besorgt. Also ich sag gleich, wenn es Käse ist, bin ich raus. Nein, ach Käse. Du musst probieren, du kannst dich nicht vorher rausnehmen. Du bist hier quasi jetzt Gast in meiner Kochsendung bei euch. Du musst probieren, Mann. Trau dich mal was. Sei mal ein bisschen edgy, Alter. So. Es ist Käse. Nein, es ist nicht Käse. So, guck dir das mal an. Ach komm, halt's Maul. Salami. Salami-Nutella?
Richtig. Das ist ja nur die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, das verrate ich dir danach, was die zweite Stufe wäre. Muss da jetzt kurz mal... Haben wir eben die Finger gewaschen. Alles gut. Ich dachte schon, ich bin komisch, weil ich Philadelphia und Schinken manchmal mache. Aber das ist ja einfach nur Schinkenkäse. Aber das ist ja widerlich. Das ist ja... Ach, nee. Sorry. Das machst du, das glaube ich dir auch nicht, dass du das wirklich isst. Das hast du gedacht jetzt, also das zeige ich dir mal hier in der Show und verarsch die mal. Das schmeckt dir nicht wirklich. Ich mach dann, mach's auch mundgerecht für euch. Ja, schön, dass ihr überall draufdatscht auf die Wurst. Warum habt ihr denn keine Gabel besorgt? Weil wir nicht wussten, dass wir das mit. Warte, wir machen es mal so, das geht. Das ist auch, komm, alles gut. Ist nicht so schlimm. Wie du siehst, die Hälfte habe ich nicht angefasst. Ja, ich achte da ganz genau. Du schneidest das so, als wenn man wirklich alles aufessen möchte, ne? Die Salami schmeckt recht intensiv. Ich hätte ein bisschen mehr Nutella nehmen müssen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich muss die Augen zumachen. Aber ich darf das. Bitte ehrlich sein. Schmeckt die Salami gar nicht. Also ich bin ehrlich und sage, es ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ja. Es wird jetzt nicht dein neues Lieblingsgericht, aber es ist auch nicht so furchtbar, wie du es dir vorgestellt hast. Ich krieg nicht direkt einen Brechreiz. Ja. Hängt wahrscheinlich auch mit der Salami ab, die man da drauf macht. Das unter anderem auch. Na, es geht einfach darum. Hm. Diese Mischung aus diesem Süßen und dem Herzhaften. Ich meine, warum gibt es eine Pizza Hawaii? Ja, das ist aber Dreck. Das ist ja, esse ich ja auch extra nicht. Ja, aber ihr wisst, dass es auch einige gibt, die das essen. Da geht es ja auch nur darum, Entschuldigung, dieses Deftige einer Pizza und das Süße der Ananas. Und hier ist es ja nichts anderes. Du hast die süße Schokoladencreme und du hast eine deftige Salami in dem Fall. Ja, also möchtest du noch mal eine Hälfte? Aber es ist nicht so schlecht. Also es ist, ja. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann man nicht machen. Auch wenn ich es, ach so, müssen Werbung? Werbung oder Ende? Ach, wie, ist egal, ja. Wie, was, weißt du nicht? Bell, das musst du uns schon sagen. Da sind nur 30 Minuten runtergelaufen, deswegen. Ja, dann soll uns die Regie das sagen. Wir machen ein bisschen Werbung. Und wir sind gleich wieder da. Und dann seht ihr, ob wir noch leben. Bis gleich.